und haben Sie die Chance auf dieses ganze Becken voller Kohle. Na bitte sehr, da ist jemand. Herzlich willkommen bei Money Express. Hier ist der Stefan, wer ist denn da? Verena. Verena, woher rufen Sie mich gerade an? Aus Neubiberg. Aus Neubiberg. So, wir suchen hier ein Tier, Verena, mit dem Anfangsbuchstaben R. Ich hoffe, Sie haben das richtige Tier heraus. Was haben Sie denn? Das Rehen. Also Rentier. Das Rentier? Verena, das Problem ist, Ren ist drin. Ja, das ist richtig. Aber es müssen ja alle Buchstaben verwendet werden, die hier in diesem Kasten stehen. Ja, das sind 9 Stück. Und wenn Sie jetzt sagen Rentier, dann haben Sie das W zum Beispiel gar nicht benutzt. Ja, das G haben Sie weggelassen, das M. Also da fehlen einige Buchstaben. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wem es jetzt zu Hause genauso geht. Wer vielleicht auch Rentier raus hat. Keine Ahnung. Regie, was machen wir jetzt? Ich habe gerade schon die Kohle rausgenommen. Ich lege die mal wieder rein. Ja, die legen wir wieder rein. Wir probieren es nochmal, oder? Komm, vielleicht hat es ja doch jemand. Versuchen wir nochmal eine Runde. 3, 2, 1, bitte sehr. Nächste Runde, meine Damen und Herren. Also Rentier ist nicht richtig. Ordentlich Geld gewinnen möchten. Es geht ja immer weiter da hinten. Schauen Sie mal hin. Oh, und da ist jemand. Oh, da. Hier ist der Stefan. Wer ist am Telefon? Hallo? Hallo, es hat gerade geklingelt, oder? Mhm. Hallo, ist da jemand? Sprechen Sie bitte jetzt. Ich weiß, die Scheine sind noch nicht drin, aber gucken Sie doch noch mal hier rein. Hallo, da ist schon genug drin in dem Ding. Selbst wenn die noch nicht reingefallen sind hier auf dem Band. Will nicht. Aufgelegt. Pass mal auf, Herr Kollege, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen 10 Leitungen auf. Doppelte Anleitungen, ja? Hau noch mal ein paar dazu, bitte. Und da ist ein hoffentlich glücklicher Gewinner bei Money Express. Herzlich willkommen, hier ist der Stefan. Wer ist am Apparat? Hier ist der Peter. Hallo. Peter, grüße Sie. Woher rufen Sie an? In der Nähe von Heidelberg. Peter, es geht mittlerweile um wirklich viel Kohle, weil unser Geldband heute verrückt spielt. Da sind viele Scheine rausgepurzelt. Jetzt hoffe ich, dass Sie die richtige Antwort parat haben. Also ich habe den Würger. Bitte? Würger. Nee. Haben Sie gerade eingeschaltet? Was ist denn überhaupt ein Würger? Ich kenne ihn nicht. Gibt's das Tier überhaupt? Ist das eine Vogelart? Vogelart? Echt? Kenne ich nicht. Pass mal auf, aber selbst wenn diese Vogelart gibt, das reicht ja nicht. Da fehlen immer noch ein paar Buchstaben. Außerdem hat die Regie gesagt, sie müssen mit dem R beginnen. So, und Würger fängt mit W an. So, das ging jetzt wieder sehr schnell. Bei 10 Leitungen, kein Wunder. Wer ist denn diesmal am Apparat? Hallo, hier ist der Stefan. Hallo, ist da jemand? Hallo? Ich höre nichts. Keiner da? 3, 2, 1. Jo. Meine Damen und Herren, versuchen wir es gleich nochmal. Kommen Sie her. Vielleicht ist das jemand gewesen, der noch nicht 18 war und schnell aufgelegt hat. Ja, 3, 2, 1, nächste Runde, bitte. So. Und schauen Sie auf die Uhr. So. Hat das jemand? Haben Sie es raus? Ich tue einfach mal ein paar kleine Runden rein. Meine Damen und Herren, keine Angst. Das Geld auch, was da unten drin ist. Oh, zu spät. Gehört Ihnen, wollte ich sagen. Hier ist der Stefan. Herzlich willkommen, guten Morgen bei Money Express. Wer ist da? Grüß dich, das ist der Jürgen. Jürgen, grüße Sie. Haben wir vorhin schon mal gesprochen? Jürgen aus Nürnberg? Nein, erklären Sie. Ein anderer Jürgen, okay. Jürgen, schon mal gewonnen bei uns? Nein. Noch nicht. Dann kann es heute das erste Mal sein. Jetzt passen Sie auf. Tier mit R ist soweit klar, hoffentlich. Was haben Sie raus? Würmer. Wir brauchen ein Tier, was mit R beginnt. Ja? Außerdem reicht uns eine Einzahl. Es ist kein Tier, also es ist nicht kein Tier in der Mehrzahl. Ja? Wir, wenn, dann würden wir also nicht Ameisen suchen, sondern Ameise zum Beispiel. Ne? Also Würmer ist nicht richtig. Aber vielleicht war das ja schon gar nicht so weit weg, meine Damen und Herren.
Vielleicht war es ein Tipp für Sie zu Hause, die jetzt immer noch im Dunkeln geschwebt haben. Deswegen sage ich mal schnell, wir starten es nochmal und Sie rufen direkt nochmal an. Denn 15 Leitungen sind jetzt offen. Sie haben ja gerade gesehen, wie schnell das hier klingeln kann. In 3, 2, 1, go. Und es klingelt schon wieder. Na bitte sehr. Hier ist der Stefan. Wer ist diesmal dran? Hallo? Hallo? Was war denn das jetzt? Nicht auflegen, meine Damen und Herren. Wieso legen Sie auf? Komm, starten wir gleich nochmal. Da sind noch ganz viele 50er drauf hier. Ja, die müssen da noch mit rein, meine Damen und Herren. 3, 2, 1, weiter geht's. Bitte sehr. So, das Ding läuft weiter. 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1. Und 2 Uhr. Zapfenstreich. Wer holt sich diese ganze Kohle ab? Eieiei. So, wer soll das eigentlich gleich alles zählen? Ja, was ist da los? Wenn jetzt jemand gewinnt, dann muss das ja gezählt werden. Und da klingelt es auch schon. Das ging jetzt schnell. Wer ist am Telefon? Hier ist der Stefan. Hallo? Hallo? Was war denn das jetzt, um Himmels Willen? Da ist einem verschreckt wahrscheinlich der Telefonhörer aus der Hand gefallen, oder was? Sag mal, pass mal auf, Herr Kollege. Ich habe keinen Bock mehr mit den Leitungen hier. Ja? Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben jetzt 15 neue Leitungen gekriegt vor, keine Ahnung, 10 Minuten oder was. Und jetzt haben wir den Salat. Da legt einer auf. Ich brauche einen Gewinner auch. 3, 2, 1 und jetzt ist es 3 Uhr. Also gemeinsam nochmal schnell zum Telefon greifen. Wenn Sie es wissen, dann sollten Sie sich einwählen. Vielleicht gehören Sie ja zu den Glücklichen. Es bleibt spannend. Und da klingelt's. Außen vorbei. Ich hoffe, jetzt kommt die richtige Antwort. Hier ist der Stefan. Guten Morgen beim Money Express. Ja, schönen guten Morgen. Wer ist denn da? Hier ist der John. John, woher kommen Sie? Aus Göttingen. Aus Göttingen. So, John. Und jetzt haben Sie sich gedacht, 4.890 Euro wäre eine tolle Sache, ja? Wäre nicht schlecht. Sagen Sie schnell die Lösung. Regenwurm. Und ich sage herzlichen Glückwunsch. Damit geht dieser Scheck in Höhe von 4.890 Euro zu John nach Göttingen. Jawohl. Nach Niedersachsen, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Geld. John, Sie bleiben bitte kurz am Telefon, ja? So, da ist er auch schon weg, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich bei Ihnen fürs Mitspielen. Hoffe, Sie hatten Spaß und freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Morgen Abend ist wieder soweit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.